Und damit hallo und herzlich willkommen zur Train to Glory Folge 3. Wir sind jetzt wirklich bei KVU Stende und wir werden hier die Mannschaft so verändern, dass wir hoffentlich am Ende sehr weit oben stehen. Aber erstmal müssen wir das neue Jahr simulieren, weil wir ja eben mitten im Jahr jetzt gewechselt haben. Eben beziehungsweise am Ende des Jahres vom Simulieren her, aber jetzt noch in die neue Saison rein simulieren müssen. Das war echt scheiße erklärt, aber das ist egal. Dementsprechend, wir sehen uns dann, wenn ich rein simuliert habe. Und ihr wisst ja, natürlich nehmen wir das Vorbereitungsturnier an und hier nehmen wir wieder den European International Cup, da man hier einfach am meisten Geld bekommt, und zwar 2,1 Millionen Euro, wenn man ihn gewinnt. Und ich muss sagen, die Mannschaft sieht leider noch nicht wie eine Gemindermann. Du hast gewonnen! Mannschaft aus. Vor allem im Mittelfeld müssen wir hier noch ein wenig nachhelfen in den beiden ZM-Positionen und im ZOM. Die Verteidigung sieht ganz okay aus, außer Sané, den müssen wir noch austauschen. Und mit dem Tormann können wir auf jeden Fall in die Saison starten, da haben wir keine Probleme. Aber wie ihr wisst, kann diese Mannschaft nicht so bleiben, denn das ist ja eine Special Train to Glory. Und jetzt kommen wir wieder dazu, zwei random Spieler freizugeben. Und wir haben 21 Spieler im Team und dementsprechend sage ich, okay Google, nenne mir eine Zufallszahl zwischen 1 und 21. Hier ist eine Zufallszahl 2. Und es trifft unseren zweitbesten Tormann, William Dutoit. Er ist 31 Jahre alt, hat die 70er Gesamtsteige, genauso wie unser erstbester Tormann. Es tut natürlich weh, weil er ist ein starker Tormann und dann haben wir kein gutes Backup mehr. Aber er wird natürlich freigegeben. Und jetzt kommen wir zum zweiten Spieler. Okay, Google. Dann nehmen wir eine Zufallszahl zwischen 0 und 20. Hier ist eine Zufallszahl 14. Und es ist die 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und es ist Renato Neto. Ein Stammspieler bei uns im ZM. Nicht mehr lange, weil er eben jetzt arbeitslos ist. Und dieses Abstoßen hat diesmal richtig wehgetan. Wir haben unseren besten Rotationskeeper verloren und einen Stamm-ZM. Und wir haben auch noch richtig viel Geld fürs Abstoßen bezahlt. Und jetzt haben wir noch 7 Millionen Euro, um das wieder auszubessern und diese Lücken zu füllen. Und endlich geht es auch in dieser Staffel mal los mit den Transferangeboten. Und Ondua verlässt uns für 2,56 Millionen und das ist unser jetziger Stammkeeper. Also da werden wir auf jeden Fall nachbessern müssen. Und natürlich kommt es jetzt hier zu einem Stillstand. Och man, es nervt wirklich. Und damit sind wir jetzt hier am Ende der Transferphase mit Ostende angekommen. Und es ist irgendwie so ein Fluch, der hier über dieser Train to Glory liegt. Wir konnten wieder nicht einen Spieler verkaufen. Ich habe unzählige Angebote angenommen und alle wollten hier bleiben. Ich habe geguckt, Kader war groß genug und trotzdem sind sie alle geblieben. Keiner wollte wechseln und dementsprechend ist es mal wieder relativ spärlich, muss ich sagen. Auf jeden Fall habe ich einen neuen Keeper geholt mit Badia mit einer 74er Gesamtstärke. Der kann uns auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Alapsi ist der neue Stamm-Innenverteidiger mit einer 68er Gesamtstärke. Akuoku, oder wie man ihn auch immer ausspricht, ist ein neuer Stamm-ZM mit einer 66er Gesamtstärke. Agadu kommt einfach von den freien Spielern und ist damit einfach eine sehr, sehr billige Neuverpflichtung mit einer 64er Gesamtstärke. Er spielt Rotation bei uns. Andersen und auch Kuarana sind ebenfalls von den freien Spielern und tun einfach noch ein bisschen was für die Kaderbreite. Und jetzt simulieren wir auf jeden Fall bis zum Ende der Saison. Und wir sind jetzt damit im Winter angekommen und damit auch bei dem Ende bei Ostende. Und ich weiß noch nicht, wie es gelaufen ist und welches Manager-Rating ich habe. Ich gehe mal raus und wir haben eine 83er Manager-Bewertung. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und wir sind in der Tabelle nur 7. Okay, das ist ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Die Mannschaft sieht noch richtig, richtig gut aus. Und ihr wisst ja, wie das jetzt ist. Wir gucken jetzt in die Jobangebote und schauen mal, was für unsere Teams und jetzt wollen. Ich hoffe, es geht jetzt endlich mal in den Upgrade-Bereich rein. Und wir sehen Belgien, Pro League, Anderlecht zum Beispiel. Und noch ganz viele andere Vereine aus der belgischen Pro League. Und La Liga, da sind natürlich auch sehr, sehr interessante Vereine gerade dabei gewesen. Wie wär's denn mal mit Atletico Madrid oder Barcelona? Aber das habe ich nicht zu entscheiden, sondern das ist random. Und ihr wisst das ja, wir gehen jetzt ins Zeitraffer. Und stopp!
Und wir kommen tatsächlich nach Spanien. Zwar nicht zu dem krassesten Club, der hier gewesen wäre, zum Beispiel Real Madrid oder dem Barcelona oder Atletico Madrid, sondern wir kommen nach Athletic Bilbao und werden uns da als neuer Trainer versuchen können. Dachte ich zumindest. Damit sehen wir uns hoffentlich, wenn sie die Bewerbung annehmen, dann in der nächsten Folge bei Athletic Bilbao weiter. Und wir sehen leider noch nichts, dementsprechend gehen wir jetzt nochmal weiter in die Simulation und ich hoffe, dass wir jetzt gleich eine positive Antwort. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Und sie sind leider nicht übereingekommen und dass ich nicht der geeignete Kandidat bin, das macht mich schon ein bisschen traurig und dementsprechend müssen wir jetzt nochmal in den Zeitraffer gehen. Trust in love, huh? It's like this whole world keeps on messing it up, yeah. Stopp! Und das nächste Angebot ist Wessel Beveren in der Pro League leider hinter uns. Dementsprechend, das wäre eine Verschlechterung, aber wenn es das Random so will, dann gehen wir auch dorthin, wenn die uns jetzt auch tatsächlich annehmen. Hier hoffe ich tatsächlich, dass sie uns nicht annehmen. Also ich wäre schon viel lieber nach Spanien gegangen, aber wie es das Spiel will, so machen wir es. Wenn wir übrigens dreimal abgelehnt werden, dann müssen wir aufgeben und dann endet diese Serie. Oder ihr könnt entscheiden, und das ist in der Abstimmung oben, dann müssen wir eben bei diesem Verein hier weiterspielen. Und aber Wessel Beveren möchte uns und dementsprechend gehen wir jetzt mit einem Gehalt von 32.000 Euro pro Woche, was eine Verbesserung ist, in ein neues Abenteuer bei Wessel Beveren und das sehen wir in der nächsten Folge.